Ostrav Ido KOT PLW Review. Heute stellen wir euch etwas ganz Besonderes vor. Einen Soldaten der Wojska Republik Srpske im Bosnienkrieg von 1992 bis 1995. Wir wissen, bei diesem Konflikt sind definitiv nicht alle Wunden seitdem verhehlt. Und der ein oder andere Zuschauer hat bestimmt in irgendeiner Form einen Bezug zu diesem Konflikt. Aber seid euch gewiss, wie bei allen unseren Videos geht es hier um nur um die historische Aufklärung der Ausrüstung. Fangen wir mit dem Helm an. Hier haben wir ein M5985 Stahlhelm der jugoslawischen Armee. Man mag glauben, dass dieses Modell einen Bezug zu dem Wehrmachtsstahlhelm hat. Dem ist aber nicht so. Die Glocke dieses Helmes ist quasi eine 1 zu 1 Kopie des spanischen M34-Helmes. Aber auch dieser spanische M34-Helm, der ist von einem spanischen M 1926 Helm, der auch keinen Bezug zu Wehrmacht hat und alles, was davor irgendwo ist. Also das ist rein ähnlich. Und die Jugoslawen, die fanden dieses Helmdesign so attraktiv, dass sie gesagt haben, wir machen diesen Stahlhelm einfach nochmal in Kevlar. Selbes in Leben. Vollkommen verrückt. Dieser Helm ist. Ende der 80er aufgekommen, der sollte den Stahlhelm ersetzen, aber durch die Kriege in den 90er Jahren und den Zerfall von Jugoslawien ist der natürlich nur noch eine Randerscheinung. Als Uniform trägt der Soldat einen Overwall, wie er bei sehr vielen Einheiten der VRS gesehen wurde und anderen mal, halb militärischen Einheiten in dem Krieg. Das Tarnmuster. Ist ein Tiger Stripe Muster auch aus jugoslawischer Entwicklung. Dieses Tarnmuster gab es auch in einer blauen Variante, die wurde dann von der Spezialpolizei in Serbien genutzt. Was an diesem Overall ganz besonders ist, ist zum einen, er ist in diesem Krieg in allen möglichen Tarnmustern aufgetaucht. Es gab ja nicht nur das Tigermuster, es gab dann auch noch das M89-Muster, was die serbische Armee auch bis in die 2000er noch getragen hat. Und es sind auch Overwalls in diesem Schnitt gefertigt worden aus Tarnmustern aus anderen Ländern. Ich habe selbst in meiner eigenen Sammlung einen aus russischem TTSKO und ich hatte auch einen in rumänischen M90-Tarn. Also, die haben da wirklich alles möglich gemacht. Die hatten auch die verschiedensten Qualitäten. Der hier ist zum Beispiel von sehr hoher Qualität. Das zeigt sich zum Beispiel daran, dass die Schulterpartien nicht nur eine zusätzliche Schicht haben, sondern auch noch gepolstert sind. Der Kragen, der hat auch eine Kapuze eingewickelt. Manche hatten das auch nicht. Da war das einfach ein leerer Kragen. Ein Vorteil von diesem Overall ist, dass er eigentlich jegliche Westensysteme komplett ersetzt. Der Soldat hier trägt eine zusätzliche Weste, aber man kann zum Beispiel in den Hosentaschen mehrere Magazine einlagern. Die haben extra Einschübe dafür und auf der anderen Seite, da sehen wir, hier sind sogar zwei Granatentaschen. Kommen wir zur Weste. Diese Weste ist auch eine sehr äh, weit verbreitete Weste, die von verschiedenen Einheiten, wie zum Beispiel den Vuku Visadrine oder den durch gewisse Musik sehr bekannten garda eingesetzt wurde. Es gab auch andere Westen, die diesen Schnitt hatten, aber in einer deutlich vereinfachten Variante, die auch eine Qualität hatten, als wären sie einen Kilometer an der Front mit der eigenen Nähmaschine aus einer Zeltbahn gemacht worden. Also man war in diesem Krieg wirklich sehr kreativ, das ist aber eine sehr hochqualitative. Was macht diese Weste so praktisch? zum einen sie ist mit einer halterung für ein messer vorgesehen. in diesem fall ist es ein sastava seitengewehr. man hat vorne auf jeder seite zwei taschen für je ein magazin. mehrere taschen oberhalb der magazine und auch an den seiten für handgranaten. ich habe mal durchgezählt. wenn man auch noch zusätzliche schlaufen benutzt, dann kann man hier mindestens acht handgranaten aus jugoslawischer serbischer Produktion mitführen. Zusätzlich an den Seiten, auf beiden Seiten gespiegelt gleich, auch noch größere Taschen, zum Beispiel für ein Funkgerät oder Leuchtstäbe. Und am Rücken, das ist so eine Eigenart dieser serbischen Westen, sind zwei ganz große Taschen, die auch jeglichen Rucksack in irgendeiner Form ersetzen. Da passt eine Menge rein. Man muss aber sagen, da ist gar nicht so viel transportiert worden, weil natürlich, wenn man sich irgendwo hinsetzt, stört das. Als Schuhwerk sehen wir hier den Standard jugoslawischen Stiefel. Der ist dem französischen Legionärsstiefel recht gleich oder auch den Stiefeln, wie sie von den Fallschirmjägern der Nationalen Volksarmee genutzt wurden. Unten zum Zubinden und oben nochmal wie bei einer Gamasche zum Rüberlegen eine Lederfläche. Als Bewaffnung führt der Soldat das Standardgewehr der Zeit, das ist eine Sastawa M70 AB2, ein wirklich außergewöhnliches Stück Waffengeschichte, weil das ist wirklich historisch gewachsen. Grundsätzlich eine Standard AKM S im Kaliber 7.62 x 39. Wie ihr aber schon seht ungewöhnlich lang der Handschutz vorne und vorne eine Laufverlängerung und zusätzlich das Gehäuse auch nochmal unterhalb des Ladehebels verstärkt. Das hat damit zu tun, dass zu jugoslawischen Zeiten noch der Oberbefehlshaber General Tito die Doktrin aufgesetzt hat, dass jeder Infanterist in der Lage sein muss, Gewehrgranaten verschießen zu können. Das sind solche Stücke, wie der Kollege hier in seiner Seitentasche trägt. Dementsprechend ist diese Waffe sehr stark darauf ausgerichtet worden. Das Gehäuse ist verstärkt in der gleichen Form, wie man es auch zum Beispiel vom RPK kennt. Das ist die MG-Variante der AK. Das hier vorne ist das Gewehrgranatgerät und das hier ist die Visierung für die Gewehrgranaten. Kurz zur Erklärung. Das kann man aufklappen. Dann hat man hier eine relativ kurze, aber ausreichend genaue Visillinie für die Gewehrgranaten zum ballistischen Schießen. Und das hat gleichzeitig die Funktion, dass wenn man das nach vorne klappt, dann wird der Kanal für die Gasabnahme geschlossen und der Druck geht vollständig zum Abschluss der Gewehrgranate. Falls euch diese Ausrüstung gefallen hat und ihr vielleicht noch mehr sehen möchtet, lasst es uns in den Kommentaren wissen. Ansonsten... Wünschen wir euch noch einen schönen Tag und sehen uns im nächsten Video wieder.